So, hallo, jetzt kommt hier nochmal ein Video von draußen, aber ich bin heute mal nicht alleine. Ich habe einen Gast bei mir. Stell dich mal vor. Ja, ich bin der Fußball-Talk. Ja, das ist mein Name von dem Kanal, den ich selber besitze und betreibe. Ja. Ja, und heute bin ich beim ehemaligen Fußballexperte, der jetzt Für für die Outdoor-Videos Indoor-Videos und und Niederwertspiele Niederwertspiele zuständig ist. zuständig So. ist. Ich habe ihn heute mal bei mir, weil wir werden jetzt mal ein bisschen paar Vergleiche mal ziehen von den hohen Spiel von der Bundesliga zum Beispiel zur Regionalliga Ja, und können zur wir gerne dritten machen. Liga. Machen wir. So, zum Beispiel, wir vergleichen jetzt mal, nehmen jetzt mal zum Beispiel mal ein paar Aspekte hier von der Bundesliga, über die wir jetzt mal ein bisschen diskutieren oder mal ein bisschen Fakten nennen. Fakten, ne? So, zum Beispiel, da haben wir jetzt, in der Bundesliga werden ja auch hohe Ablösesummen jetzt zum Beispiel gezeigt. Jetzt zum Beispiel der Fall Coutinho zum FC Bayern. Er könnte, wenn ich kurz Coutinho, einhaken ja. darf, für 120 Millionen plus Gehalt natürlich Zu noch Bayern kommen, zu Bayern wenn er ja eine gute Leistung bringt. Wie natürlich bis Sommer. viel Euro hat jetzt nochmal seine Leihe gekostet? Seine Leihe beträgt 20 Millionen Gebühr, glaube ich. Wenn wir da im Gegenzug gucken, Ivan Perisic hat 5 Millionen an Leihgebühr gekostet. Würde auch, glaube ich, 5 Millionen kosten. Ja, das ist dann halt mal ein Vergleich, den muss man sich vor Augen führen. Klar, jetzt Perisic Perisic, und wenn ich nochmal ja. kurz einhaken darf, ich finde, der hat für sein Geld hat der bessere Leistung gebracht. Jetzt wenn das jemand hört, der wird mich jetzt bestimmt für Blöd verkaufen. Aber ich finde, er hat von der Wichtigkeit der Tore, ja, wenn ich mal kurz hier Das ein was du paar sagen Beispiele kann. aufnehmen darf, gegen Olympiakos Piräus, das erste Spiel von Hansi Flick, hat er das 2 zu 0 gemacht. Ja. Ich gehe davon aus, dass man auch 1 zu 0 gewonnen hätte. Ja. Aber das 2 zu 0 macht sie Das natürlich noch besser das ist aus. halt das typische Deckel-drauf-Tor. Ja. Und man muss sich halt auch mal vor Augen führen, Perisic und Coutinho, das sind unterschiedliche Ja. Spielertypen. Ich meine, Coutinho Absolut. war bei Barca, war bei Liverpool und Perisic, aktuell von Inter Mailand ausgeliehen, war halt auch in Dortmund, Wolfsburg Wolfsburg. und ja, er hat halt Er hat nicht, auch, war halt wenn auch. man mal guckt, er hat zwischenzeitlich die Führung gegen Wer jetzt genau? Gladbach erzielt. Er Per hatte natürlich Perisic? Perisic, Ja. ja. Wenn wir den mal gegenüberstellen, Coutinho, der hat zwar 3 Tore, Gegen wer war erzählt? eben geschossen, aber man hätte auch ohne die 3 Tore 3 zu 1 gewonnen. Und er war auch unter anderem an zwei, er hat auch unter anderem, glaube ich, noch zwei aufgelegt. Das heißt, Coutinho wäre mit zwei Torvorlagen auch noch entscheidend am Sieg beteiligt gewesen. Natürlich, aber wenn man die Tore jetzt anguckt, Perisic hat ja auch das 3-1, glaube ich, was gegen Mainz Glaube ich. am Anfang der Saison Ja, beim 6-1 geschossen, sehe beim ich. 6-2-1. So. Gut, Coutinho hat in der Champions League gegen Tottenham Hotspur Auch getroffen, einen Part gespielt. auch ein Lattentreffer, ein Tor, soweit ich weiß, hat er eine Ja. Vorlage gemacht, das weiß ich jetzt gerade noch gar Ja. nicht. So. So, wir müssen das jetzt mal ein bisschen machen. Und jetzt mal, wenn man das jetzt mal, dieses Beispiel zum Beispiel. Coutinho hat eine höhere Leihablöse, sage ich jetzt mal, wie Perisic. Einfach weil jetzt Coutinho, denke ich mal, der technisch etwas begabtere Spieler ist, wie Perisic. Aber der Vergleich zur Regionalliga ist zum Beispiel so, wenn jetzt ein Spieler, ich weiß nicht, von 1860 Rosenheim zu TuS RW Koblenz wechselt, dann wird das vielleicht für ein paar hunderttausend sein. Denke ich mal, Wenn überhaupt. weil ich denke mal nicht, oh, ein Regionalligaspieler wechselt jetzt zu einem anderen Regionalliga-Club für 1,5 Millionen. Klar, kann man sich vielleicht, ist zwar irgendwie schon Gewaltakt, sich das mal vorzustellen, aber unwahrscheinlich ist es zwar trotzdem nicht, aber wenn man jetzt mal bedenkt, TuS RW Koblenz spielt gegen den Abstieg sozusagen. Die haben bisher in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen. Das ist natürlich schlecht. Die haben, glaube ich, nur 4 oder 5 Unentschieden geholt und den Rest der Spiele haben sie verloren.
Und ja, die zweite Mannschaft steht in der Kreisliga A Koblenz. Halt auch erstmal nicht sonderlich gut da. 1:5 gegen Nenad Lazarevic und Co. Und ja, wir werden halt jetzt hier mal kurz einen kleinen Cut machen. Da wäre scheiße, wenn das Video jetzt wieder so abspielt. Ne? So, dann, wir sehen uns gleich. Wir machen einen kleinen Cut. So, und dann geht's jetzt hier mal weiter. Wir haben das Video jetzt mal gerade gecuttet. Wir sind hier eine kleine, aber feine Distanz hier nochmal gegangen. Hab das beim letzten Video, wo ich zumindest hier oben hingegangen bin, auch hier erklärt, wieso. Weil das halt wegen in einem Haus ist. Nicht, dass da denkt halt, dass wir hier irgendwie was bespannern oder so. Ne? Ja, es kann ja auch, wenn man mal kurz. Ich meine, es kann ja sein. Es gibt ja vielleicht auch ältere Leute zum Beispiel, die davon ja jetzt nicht die größte Ahnung haben. Die denken dann, wir machen da halt irgendwas. Und bereiten irgendwie, was weiß ich, einen Einbruch auf das kann ja auch sein. Das kann ja auch sein. Aber gut, zum Thema zurück. So, zum Thema zurück. Vor dem Cut hatten wir ja halt besprochen, so den ersten kleinen Unterschied jetzt zwischen, also bei den Ablösen, bei den Transfers jetzt, Bundesliga und zum Beispiel Regionalliga. Wir hatten ja gesagt, Perisic und Coutinho. Wenn Perisic mit Laie jetzt so um den Dreh plus minus 5 Millionen kostet, ja, und Perisic, Coutinho, wenn der denn gut spielt und man Coutinho holt, dass er so um den Dreh 120 Millionen kostet, das ist schon ein extremer Vergleich, wenn man das mal vergleicht mit der Regionalliga. Das ist schon ein Unterschied, weil denkst du zum Beispiel, jetzt mal eine Frage, findest du, es sollte ein Maximum an Transferablösen geben, zum Beispiel, dass man für einen Spieler nur maximal 50 bis 55 Millionen Ablöse zahlt? Also sowas halte ich persönlich gar nicht so nicht hin. Diese Ablösesummen sind halt zu überzogen. Wenn ich kurz nochmal eine kleine Story aus meinem Leben erzähle. Ja. Ich habe mal FIFA, das ist natürlich. Jetzt weil das jetzt. Das entspricht der Hälfte nicht zur der Realität. Ich habe aber mit Bayern München in FIFA 19 wohlgemerkt. Ja. Eine Karriere gemacht, bin sehr weit gekommen. Ja. Hab aus 5 Champions League Siegen 10 gemacht in der Folge. Da hatte ich natürlich Mbappé. So, und der hatte am Ende, bevor ich den verkauft hatte, ein Markt. 95. Der 95 vom Gesamtwert her. Ja. Und der hatte 237 Euro Marktwert. Dann verkaufte ich den nach so 3-4 Jahren bei Bayern für 321 Millionen. Millionen, ja. An Manchester United. Und wirklich jetzt. Ja. Ja, und ich finde, das ist zu hoch. Aber ich glaube, verdiente Spieler müssen auch das Geld wert sein. Ich ja, würde zum Beispiel einem Lewandowski in der Form auch wie er jetzt halt spielt. 150 Millionen Euro gehen lassen. Ja, je nachdem, welcher Club bietet. Und wenn das jetzt zum Beispiel die Blackburn Rovers sind. Da würde ich hier nicht hinfahren. Ja. Ja, nee, weil ich wollte da nur ein bisschen drauf anspielen, weil Lewandowski ja fast mal zur Blackburn gegangen wäre. Ja. Aber irgend so ein isländischer Vulkan das dann irgendwie verhindert hat. So, ja, wir werden halt jetzt nochmal einen kleinen Cut setzen, ja, und wir sehen uns oben am Waldesrand wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt nochmal einen kleinen Cut gemacht. Wir sind jetzt nochmal ein Stück weit gegangen. Und jetzt gehen wir halt hier nochmal ein Stück weiter. Was uns während dem Cut noch eingefallen ist, worüber wir noch gerne reden möchten, ist zum Beispiel, wie es der FC Chelsea mit den Spielern gemacht hat. Sie hatten nämlich eine Transfersperre. Man muss mal da überlegen, sie haben halt auch die Europa League gewonnen. Ja. Trotz Transfersperre. Ja, und die haben jetzt zum Beispiel auch Spieler, wie zum Beispiel Tammy Abraham. Ich glaube, Tammy Abraham, den haben die ja jetzt auch, meine ich, auch zwischendurch zu einem Aston Villa verliehen, aber er war auch nur verliehen und ja, nicht verkauft. Und ja, Tammy Abraham spielt eine
gute Saison. Hat Sneijder auch ein großes Talent, wäre ja fast bei den Bayern gelandet. Aber wir wissen ja, er ist nicht so gekommen. Worauf ich hinaus will oder worauf wir hinaus wollen, Chelsea kann eigene Jugendtalente sehr gut fördern. Beispiele aus Deutschland sind zum Beispiel Freiburg und Schalke. Leverkusen, ne? Kai Havertz. Ja, Kai Havertz und Leverkusen. Bei Leipzig, Klostermann-Halzenberg, ne? Ja, bei Leipzig wäre es ja eher wahrscheinlich, dass manche Spieler schon seit der Vereinsgründung dabei sind oder ja, so. Ja, aber ich möchte das mal, weil die machen eine gute Arbeit in dem Club. Ja, weil Leipzig hat ja auch zudem eigentlich auch einen jungen Kader. Ja, der jüngste in der Bundesliga. Ja. Und deswegen Freiburg, Schalke sind halt die Clubs, die die Jugendtalente halt gut fördern. Ja. Und bei Schalke ist es ja so, dass es die. Die guten jungen Spieler halt nicht lange beim Club hält. Irgendwann sind die dann bestimmt verkauft. Das war bei Draxler ein Beispiel, das war bei Neuer ein Beispiel, dass die dann halt nach einer Zeit halt gewechselt sind. Ja. Aber auch bei Freiburg ist das halt so, dass die halt immer wieder Talente hervorgebracht haben, die dann bisher eine recht vernünftige Karriere haben. Zumindest auch hier in Deutschland. Wenn ich nur kurz noch erzählen darf. Ja, gerne. Sowas, finde ich, müsste auch bei Bayern München der Fall sein, weil als vermeintlich bester Club in Deutschland und einer der besten in Europa braucht man auch eine gute Jugendarbeit. Das hat man was jetzt mir überhaupt nicht gefällt, ist die Transferpolitik. Da haben wir auch auf meinem Kanal. Ja, da haben wir vor einiger Zeit auch mal drüber gesprochen. Was und wir jetzt ich bin halt aufgeregt, dass man halt nicht immer, also 50 Millionen war ja schon eine Seltenheit. Und wenn man sich guckt, dieses Jahr haben sie über 700 Millionen Umsatz gemacht. Da geht doch schon mehr. Und ich habe jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass mit Herbert Heiner, neuer Präsident, sich auch mal wagt, etwas mehr Geld auszugeben als zum Beispiel Uli Hoeneß. Und es ist jetzt auch folgend, wenn ich auch noch Arbeit geleistet, aber ich muss mal sagen, die Transfers waren grenzwertig. Ja, und wenn ich auch mal hier noch mal einhaken darf, das war ja jetzt auch so, Bayern hat ja jetzt auch 3-1 in Freiburg gewonnen. Besonders auffällig war ja Zirkzee, der ist ja jetzt zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz gekommen, direkt getroffen. Er wird ja so ein bisschen als Lewandowski-Nachfolge Backup gehandelt. Weil Lewandowski, der ist auch nicht mehr so der Jüngste. Gut, aber der könnte, und, wenn du mal guckst. Ja, so, ich meine, Lewandowski, bei ihm macht es auch jetzt nicht so den Eindruck, als würde er jetzt irgendwie wechseln oder so. Da habe ich jetzt so schnell nicht das Gefühl, dass er wechselt. Also ein paar Jahre wird man von ihm, denke ich, noch was haben. Aber ich finde, dass man Zirkzee zum Beispiel weiter fördern muss. Der braucht seine Spielzeit. Und ja, in der Regionalliga ist das dann halt so, da sind auch schon so einige zweite Mannschaften von Bundesliga-Clubs halt auch dabei. Die Regionalliga, klar, ist unter der dritten Liga die vierthöchste Spielklasse. Klar, es gibt mehrere Regionalligen, aber da ist es halt auch so, da spielen bezahlte Profis, dann wissen die auch schon mal so ein bisschen, dann haben die sich, müssen, gewöhnen die sich schon mal an dieses Ligasystem, ja, was halt da ist. Und ja, also worauf wir hinaus wollen, mal die Bundesliga-Clubs zumindest, ich sage jetzt nicht, dass die keine Jugendförderung betreiben, darauf will ich jetzt nicht hinaus, aber dass man auch halt wie Freiburg und Schalke halt doch die eigenen Talente fördert und auch in die eigene Mannschaft zieht. Ja. Weil wenn ich manchmal so auf die Transferablösen oder so gucke, dann muss ich mir wirklich manchmal die Hand vom Kopf halten. Ja, und das warte, mit den Ablösen, warte, das ist wirklich ein, ja, sehr, das ist sehr großes Problem manchmal eigentlich. Ja, und damit beenden wir mal dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehr schön hier, und ich danke auch mal einem Gast für dieses Video. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.